Da stehe ich nun, ich Armator, und habe wieder 4 Orks vor mir. Und die müsste ich wohl wahrscheinlich weiter weglocken. Vielleicht haben die anderen irgendwas vom Kampf mitgekriegt. Das kann auch sein. Ich gehe jetzt mal Richtung Leuchtturm mit ihnen. Ich bin jetzt noch mal noch lustigst bewaffnet. Und vielleicht helfen mir ja die Leute am Leuchtturm. Kann ja sein. Aber ich möchte keine Toten sehen. Dandolo, wo bist du? Habe ich dich hierhin gefetzt oder was? Müsste man auch noch wissen. An der Stelle werde ich mal... Nee, der ist nicht hier. Ah, der war natürlich der wichtigste Typ. Ich speichere mal. Da ich ja die Leutchen hier nicht gefährden möchte, ist mir Folgendes eingefallen. Ich beame mich erstmal zur Pyramide. So, hier ist keiner, der auf mich wartet. Und dann kann ich lustigerweise mal meine Bootsmannrüstung anziehen. Dann muss ich mal gucken. Dann möchte ich zurück zu Dandolo, der ja, soweit ich weiß, bei der Sternwarte ist. Einmal umdrehen, da ist er schon. Den holen wir uns jetzt mal ran. Gut, okay, dann müssen wir kommen mit sagen. Dann müssen wir ihn wieder lösen. Indem wir sagen, warte auf mich beim Leuchtturm. Warte auf mich. Ich gehe jetzt am besten alleine weiter. Gut. Ja, okay. Wir treffen uns beim Leuchtturm. Warte auf mich beim Leuchtturm. Na gut, dann gehe ich mal los. Dann geht er los. Dann gehe ich zum Leuchtturm. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Da müssten eigentlich die Orks weg sein. Richtig. Genau das war mein Plan. Genau das war mein Plan. Ha, 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 ha. Dann werde ich eine Runde schlafen, damit Dandolo irgendwo ist. Er ist ja eigentlich hier irgendwo dann. Oder er steht direkt am Eingang. Ich weiß es nicht mehr. Ja, da sind die Orkischen. Einige Probleme. Ach, toll, kann ich ihn hier nicht mal pennen? Ach doch, da ist er am Bett. Annummern. So, Bettchen. So, bis zum nächsten Morgen schlafen. Das haben wir hiermit gemacht. So, mal gucken, ob mein Plan aufgeht. So, und Dandolo steht da vorne. Das ist perfekt. Genauso wollte ich es haben. An dieser Stelle. Speichern. Dann werde ich eine Runde Abstand halten, nicht wahr? Und mich dann umziehen. Das könnte ich schon eigentlich gleich hier machen. Aber aufpassen, nachher sind die Orkschen wieder da. Und zwar zu weit runter gescrollt. Jetzt wieder die Bettlerrüstung anziehen. Den Rest kann ich ja eigentlich anbehalten, so wie ich das jetzt herausgefunden habe. Und wenn mich die Gothic-Logik nicht im Stich lässt, dann müssten die Orks wieder hier sein. Ja. Da sind sie alle wieder. Ach, die kommen aus der Ecke. Tabok, Bolek, Nempek und Nempek, Bolek, wo ist denn der vierte? Der vierte ist weg. Ah, da kommt er. Und Krampak. Schön. Auch die werden wir Richtung Leuchtturm locken. Okay, gehen wir erstmal wieder hier auf diese Anhöhe da oben hin. Ja, die folgen ein, das nicht zu fassen. Nicht wie Dandolo. Wenn ich die ganze Zeit springe, dass er da irgendwann mal weggeht. Die sind hier. Okay, dann machen wir auch hier einen kleinen Speicherpunkt. Ah, da steht's. Alles klar. Das ist die Dev 11 Fix 1 mit dem Renderer. Also 17.7 DevX 11. Ja, jetzt stehen wir hier bei dem Nempek, also bei der Gruppe hier. Gehen so weit hoch, dass wir ungefähr Dandolo in Sichtweite haben. Dann ziehe ich mich um.
Ich kann hoffen, dass das passiert, das, was ich ganz gerne haben möchte. So, und dann sofort abhauen. Und dann Dolo hoffentlich, ja, dass er hier in Aktion kommt. Richtig. Deckung suchen. Dandolo. Okay. Dandolo lässt sich nicht ansprechen. Das ist jetzt doof. Hab eigentlich mehr auf seine Hilfe gehofft. Er hat ja schon einen, glaube ich, gekillt, oder? Da muss ich dich halt eben so nehmen. Jetzt sind die anderen wieder weg. Mein Gott, Dandolo, mach was. Jawohl. Hä? Questwache für den Leuchtturm? Ach, die hat er alle schon. Das ist cool. Okay. Krusch Urk. Noch eine Krusch Urok. Da ist nicht zu holen. Borlek hat noch ein bisschen was zu looten. Nempek hat schöne viele Sachen. Und der vierte ist doch der. Moment mal, Borlek. Nicht zu holen. Borlek haben wir. Hier sind nur drei. Nicht zu holen. Nicht zu holen. Der vierte. Der ist futsch. Aber egal. Konnte ich jetzt auf die Schnelle nicht finden. Wie gut ist das denn jetzt bitte sehr? Du hast mir echt geholfen. Ja, gucken wir nach der Quest. Leuchtturm. Leuchtturm, wo ist es denn? Moment. Hä? Da. Ich soll nun tauchen. Ich habe die vier Orks beseitigt. In nächster Zeit werden die Flüchtlinge nichts mehr zu befürchten haben. Ich kann nun Sardok mitteilen. Ja, dass sie angekommen sind. Aber was natürlich nicht stimmt. Ja, schön. Dann lassen wir dann Dolo damit mal hängen. Hängen lassen wir ihn. Naja, hängen lassen hat er mich ja nicht. Er war ja immer gut drauf für mich. Auch in diesem Fall. Perfektor. Also. Auch mal wieder hier mal ein bisschen die Sträflingsklamotten anziehen oder Sklavenklamotten. Und dann hoffe ich in diesem Fall, dass ich Sardok anflunkern kann. Aber hoffentlich ist hier keiner böse auf mich. Nein. So, Herr Ork Oberst Sardok. Ich habe deinen Auftrag ausgeführt. Ich bin zufrieden mit dir, Morra. Ihr Morras liebt doch Gold. Hier hast du welches. Sehr gut. Ah, sorry, ich habe mal eben wieder kurz geduftet. Was haben die Schwarzmagier auf Korinthus zu suchen? Das weiß ich nicht. Aber selbst wenn ich es wüsste, würde ich es dir nicht sagen, Morra. Ich weiß nur, dass Donschak den Brief eines mächtigen Schwarzmagiers aus Varrant bekommen hat. Vielleicht steht ja in diesem, was die Magier hier wollen. Aha, und hast du noch was zu sagen, Herr Oberst? Warte mal. Nee, hat er nicht. Lesen wir mal weiter. Jetzt ist es natürlich weg. Wache für den Leuchtturm ist hier unter erledigt. So, werde ich nichts zu lachen. Was steht da? Ich habe Sardok erzählt, dass er zum Leuchtturm gebracht, habe hierfür 100 Goldstücke als Belohnung erhalten. Ich sollte mich jetzt nicht zu lange mehr in der Stadt aufhalten. Wenn Sardok die Wahrheit erfährt, werde ich nichts mehr zu lachen haben. Das heißt also, aktuelle Mission. Na toll, Arena-Kämpfe. Habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Der gefallene Palatit und Palatit. Loyalität der Orksöldner. Mhm. Ja, Arena. Tolle Nummer. Wie soll ich denn das schaffen? Ich weiß gar nicht, wie lange er sich Zeit lässt. Bis das auffliegt. Der gefangene Paladin. Mhm. Na gut. Dann werden wir mal als erstes mal speichern.
Bilderverkauf. Warum ist das noch offen? Ich habe Sorian gefragt, warum das Bild haben will. Er teilte mir mit, dass das Bild einem Mann zeigt, der Anamos hält, den Drachen von Korinnes getötet hat. Schon wieder diese Geschichte mit den Drachen. Sie scheint also tatsächlich wahr zu sein. Sorian will nun den Helden überall suchen lassen, um ihn zu töten. Der Bilderverkauf ist aber auf jeden Fall jetzt abgeschlossen. Ich sollte nun zu Grant gehen. Hab ich doch gemacht. Vielleicht gehe ich nochmal zu Grant. Jo. Also ganz gut, dass man die Waffen und den Helm anlassen kann, weil es könnten ja irgendwelche gefährlichen Tiere mich überwältigen. Und so clever sind die Orks dann wohl, dass sie nicht unbedingt... Ja, jetzt ist nur das. Ich werde mal einen Schlüssel klauen. Vorher speichern. Ja. Erfahrung 60. Was habe ich denn jetzt für einen Schlüssel geholt? Kann mir das einer erzählen? Aha. Schlüssel zur verlassenen Mine. Grants Schlüssel öffnet das Tor zur verlassenen Mine. Ach ja, Paladingruft. Da sollte ich eventuell nochmal hin. Auf Anraten von Alain Dufont. Weil da gibt es nämlich noch Sachen, die ich vergessen hatte. Und ich werde das mal wohl machen. Und zwar werde ich zum Leuchtturm zurückbeamen. Nein! Ich mach den. So, jetzt mal im Schnellverfahren zu Dandolo, der mal mitkommen. Nee, der soll nicht mitkommen. Ach, Mann, immer wenn ich so hintereinander schnell mache. Und zwar warte auf mich. Jetzt warte auf mich. Ich gehe zurück zum. Zur Sternwarte. Warte auf mich in der Sternwarte. Na gut. Ja. Geh mal lecker los. Nee, das tut er nicht. Das heißt, wir werden mal eine Runde schlafen. Hammer, 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 Hammer. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Tage dieser Sardok da braucht, damit als ob ich nicht schon es... ich mach mal Sonnenaufgang. Damit das auffliegt, dass ich hier die Orks getötet habe. Das wäre übelst... So, Sternwarte, Onershof. Ist das noch auf Null? Jep. Schwuppsdiwupps. Wunderbar. Dandolo, komm mit. Komm mit. Auf geht's und dann gehen wir mal wieder zur Paladin-Gruft. Ja, und irgendwie sieht das hier jetzt anders aus. Hier sind nämlich noch Knochenkrieger. Genau, richtig, Knochenkrieger. Ja, und an dieser Stelle mal herzlichen Dank an Taris, der gesagt hat, dass da noch Knochenkrieger in der Gruft vergessen worden sind. Das ist richtig. Und es gibt noch irgendeinen Eingang zu einem Seitenraum. Den werden wir gleich mal gucken, wo der ist. Aber als erstes gucken wir mal bei den Knochen. Sind das Knochenkrieger, die auf Entfernung ballern oder was? Warte mal, ich ziehe erstmal meine Waffe. Schon wieder so ein Mist. Ist okay. Oh, sind die gut. Ach ja, so Dandolo, dann komm mal mit. Da schaffst du die beiden ja alleine. Und ich kann dann ein bisschen so im Hintergrund noch mit drauf. Schon wieder so ein Mist. Ja, genau, richtig. Besten einstecken, damit ich flüchten kann vor diesem Heinz hier. Okay, der... der hat mich echt genatzt. Ja. Danke dir, Dandolo. So. Darauf trinke ich ein. Pure Mole Rats. Das ist ja der Hammer. So, an der Stelle mal speichern. Und mal gucken, was die so haben. Die Knochenkrieger. Naja, ein bisschen Gold. Das ist okay. Ja, zwei Dämonenäxte. Und noch ein Knochenkrieger. Nichts Außergewöhnliches. Na, gehen wir mal gucken. Wer ist er denn hier? Also noch ein Knochenkrieger, soweit ich das mitkriege. Wenn ich den dann mal... Ja, da ist er. Gut.
Dandolo auf den Kampf. Wie viele sind es denn? Es sind immer noch zwei. Also die sind erst entstanden, nachdem ich wieder ganz draußen war. Das sind nicht nur zwei, das sind eins, zwei, ganz viele. Drei. Oh ja. Schon wieder so ein Mist wie. Sehr gut. Lass mal Abstand wahren. Komm ja gegen die Knochenkrieger ja nicht an. Ah, jetzt kommt er auch noch. Worum hier? Dandolo? Hier ist noch einer. Ah, shit. Danke dir. Und hab ich wieder einen Schlag einstecken müssen. So was Beklopptes. Das heißt ja auch, wir schlagen. Wir schlagen uns hier wacker gegen die Knochenkrieger. Jedenfalls der Dandolo, ich nicht. Ich sitze nur da und gucke zu. Steuere hier die Maus. Oh, noch zwei Stück. Nein, nicht so viel springen! Abspeichern. Da sind zwei. Da könnte einer versteckt sein, eventuell hinter der Säule. Ich kann das noch nicht so genau sehen. Schon wieder so ein Mist. Da ist der. Ja. Okay. Ah, da hinten im anderen Raum, es sind auch noch welche. Ja, jetzt geht er auf mich zu. Ja, ich kann nichts anderes machen. Okay. Dandolo, komm zu mir. Komm zu Daddy. Komm zu Daddy. Ah, schon wieder ein Schlag. Jawohl. Beschäftige dich da mal mit dem. Also zwei Schläge brauchen die Knochenkrieger, um mich dann zu erledigen. Oh, sehr gut. Wunderbar. Ah. So, die Mönchenaxt. Haben wir den schon? Den haben wir noch nicht. Nicht zu holen. Achso, den hat nicht gehabt. Okay, dann haben wir hier noch einen. Und ich habe noch irgendwo einen im Nebenraum gesehen. Ja, da ist er. So, Dämonenaxt. Oh, egal. Oha. Schon wieder so ein Misty. Da ist der. Okay. Dann schlag ich mal. Mal gucken, ob noch irgendwo einer ist. Nö. Okay, Dämonenaxt. Jetzt aber abspeichern. Dann gucken wir uns erstmal hier in dem Raum um. Da geht's noch weiter runter. Okay. Da gehe ich noch nicht hin. Gibt's denn noch irgendwie einen Seiteneingang oder sowas, so wie mir das in den Kommentaren berichtet worden ist? Wahrscheinlich im Keller unten, ich weiß es nicht. Aber ich werde noch mal hier gucken. Es. Hier gibt es ja nichts, ne? Wo bist du? Da bist du. Gut. Oh ja, da kann man runter gucken. Da kommen wir eh hin. So, Dandolo. Ich werde mal die Tür aufmachen. Und vielleicht eventuell ganz schnell wieder zu, wenn da jemand drin ist. Ist aber keiner drin, sonst würde Dandolo schon längst was erzählen. Okay, hier ist niemand drin. Auch sehe ich hier keinen Raum, also einen weiteren Zugang. Oh, Error Message. Ja, da gab es wohl einen kleinen Error Message, den ich hatte. Woher der kam, weiß ich jetzt nicht. Irgendwas mit Array Tree, weiß ich nicht. Vielleicht ist es dem Renderer geschuldet, dem den ich hier habe. So, das soll jetzt keinen Abbruch tun. Gucken weiter. In den einen Raum nochmal abgegangen, ob die Message nochmal kommt, aber kam nicht. So,
wenn das weiter der Fall ist, irgendein Error-Message, dann... Ja, dann würde ich meinen Convenience-Renderer wieder drauf tun, ist klar. Weil das war bis jetzt eigentlich der zuverlässigste. Sind das die Räume hier? Kann mir nicht vorstellen, dass ich die hier vergessen haben sollte. Jeden Fall waren hier Särge. Gucken wir mal. Okay, ist nichts drin. Okay, dann war ich hier schon drinne. Und die Seitentür hier. Gucken, ist der Sarg. Aha. Auch falsche Seite. Na gut, okay. Ich denke mal, dass ich die Särge schon alle habe. Ja, an diesen kleinen Miniraum kann ich mich auch erinnern. Also hier war... Stopp! Da war ich doch drinne. Du bist Soldat. Ja. Kleide dich entsprechend. Weiß. Aber daran kann ich mich auch erinnern hier, dass es hier so runter geht. Ja, genau, richtig. Hier, wo es so bunt aussieht. Klar waren wir hier. So, und da gab es natürlich auch... Oh yeah, noch mehr Knochenkrieger. Super Glatze. Super. Lolo, du weißt, was du zu tun hast. Wie viel hast du denn eigentlich noch an Energy? Ja, du bist voll gefüllt, das ist gut. Oh, zwei Stück. Schon wieder so ein Mistvieh. Ja, genau, richtig. Oh, der andere ist nicht aktiviert, das ist gut. Und der Dandolo haut den einfach so weg, als wäre es Butter. Also Butter. So, weiter geht's. Mistvieh. Schon wieder so ein Mistvieh. Ja, das war easy. Das kann man die ganze Zeit so machen. Dann werde ich das, glaube ich, mal überspringen. Oder soll ich das? Komm, dann machen wir den anderen auch noch eben. Um mal zu gucken. Schon wieder so ein Mistvieh. Richtig. Hau ihn weg. Okay, fertig. Ach ja. Mal wieder abspeichern. Gucken, ob wir hier was haben. Ja. Sieht gut aus. Sehr dumpf das Ganze. So. Ich mache jetzt einen kleinen Sprung und suche nochmal hier nach irgendwelchen versteckten Räumen. Hier liegt wieder ein alter Bogen. Ich hatte vorhin schon einen alten Bogen und Pfeil gefunden in einer der Vorräume. Und dann melde ich mich wieder. Ja. Und jetzt sind wir hier auf den Raum gestoßen, auf den Taris in meinen Kommentaren hingewiesen hat. Und zwar ist der leicht erhöht. Nicht auf dem Boden und ich höre schon Zombies. Ja, Dandolo ist fett, futsch, der folgt mir nicht mehr. Jetzt gucke ich mal hier, was ist. Ja, da ist ein Zombie. Schon wieder so ein Mistvieh. Aha. Okay, er haut schon mal nicht ab. Ich muss auf den Zombie einballern ohne Ende. Er ist ja träge wie ein Zombie. Jawoll! Und Stufe gestiegen. Super klasse. So, ich habe hier noch was gesehen. Mächtiger Ring der Erzhaut. Hoho. Schön. Ja, ich habe den Renderer wieder gewechselt. Bild zu meinem alten wieder zurückgekehrt. Weil mir ist aufgefallen, dass Kerzenflammen auf dem Kopf stehen. Ganz einfach. Und teilweise die Spinnenfäden, die runterhängen, auch da wird nicht sein, zu plündern. Auch auf dem Kopf stehen. So. Das nur zur Ethik des Spiels. Da bist du. Ein Glück, dass du wieder da bist. Jetzt hat aber noch Alain Dufon geschrieben, es gibt noch drei weitere Räume. Da muss ich nochmal suchen. Obwohl, da hinten sehe ich schon etwas. Das habe ich ja schon beim letzten Mal entdeckt. Und zwar hier dieses Gitter. Wo ich auch keinen Schalter in der Nähe gefunden habe. Oder ist der Schalter hier oben drüber? Vielleicht ist das hier dieser
Der eiserne Ring. Okay. Wunderbar. Coole Sache das. Dolo. Gehen wir mal unten runter und gucken mal, was hier abgeht. Oh, ist schon wieder so ein Heinz. Oh, der bleibt erstmal stehen. Speichern. Ja, das heißt also mal wieder. Ja, toll. So, zu zweit geht's schneller. Was steht da? Moment. Karim? Hat sich der 3D-Gestalter hier verewigt. Okay, einen heftigen Applaus für Karim, der das hier alles gemacht hat. Das finde ich gut. Sehr geil, sehr, sehr geil. Kerzenständer ist zu nehmen. Und Lord Drakons Sarg. Oh, ja, was passiert jetzt? Okay, 300 Gold. Dann Notiz vom Schattenlord Drakon. Mhm, dann nehmen wir das mal alles rein und lesen die Notiz. Ja, und hier bin ich angekommen und dann lesen wir sie mal. Und was steht drinne? O Innos, wie schwer hast du meinen Freund bestraft? Fortan als ein Schatten deines Bruders Belia zu wandeln, ist das Schlimmste, was es gibt. Hätte ich mich doch nicht verleiten lassen, den Seelenstein des verfluchten Magiers in meinen Besitz zu nehmen. Doch jetzt ist die Reue zu spät. Meine Männer und ich sind nun für ewige Zeiten verdammt. Lord Drakon. Ja, liebe Leute, ich muss an dieser Stelle Schluss machen. Es wird schon wieder Zeit für die nächste Folge beim nächsten Mal. Ich verabschiede mich und mir ist aufgefallen, dass ich die Begrüßungsformel vergessen habe. Die werde ich textlich einfügen. Und natürlich auch Grüße gehen an den 3D-Artisten Karim raus. Ja, gebt mir Abonnenten. Gebt mir einen Kommentar und einen Daumen. Abonnenten kommen hoffentlich auch noch ein paar dazu. Es geht auf jeden Fall weiter. Ich verabschiede mich und sage Tschüss. Oh, schön, diese Halle.